Hallihallo an alle angehenden Großunternehmer im Transportwesen. Ich grüße euch, Leute, herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal bei den Minga Gaming Gamer-Freunden. Leute, nachdem wir ja schon die Ankündigung hatten zum Konsolenrelease von Anno 1800, was am 16. März erscheinen wird, geht es auch direkt weiter. Denn Transport Fever 2. Das erfolgreiche PC-Spiel, was 2019 kam und sich inzwischen auch über 500.000 Mal verkauft hat, wird auch den Sprung auf die Konsolen wagen und tatsächlich auch schon im März. Und zwar, ihr seht es hier am 9. März. Im Gegensatz zu Anno auch noch für die alten Konsolen, Xbox One und PlayStation 4. Aber ja, das ist natürlich eine ziemlich coole Sache für alle Leute, die sowas gerne spielen. Also ich hab früher auch viel Spaß gehabt mit Spielen wie Transport Tycoon und wie sie alle hießen. Das hier ist natürlich noch mal ein bisschen andere Hausnummer. Und ja, das ist schon ziemlich cool, ne? Auch das Spiel natürlich komplett überarbeitet für Controllersteuerung und so weiter und so fort. Hier sehe ich gerade, es zeigt gleich, wird noch eine Deluxe-Edition kommen, die das ganze Zeug hier beinhaltet. Ich lese das jetzt nicht einzeln extra vor, Leute. Ich werde die Homepage auch wieder in der Videobeschreibung verlinken und das kann sich dann selbst jeder nochmal angucken. Das Einzige, was wir noch schnell machen, einmal kurz die Features überfliegen zum Spiel. Ihr seht's, ne? Freies Spiel, es gibt die Kampagnen. Es gibt jede Menge Zeug, 200 Fahrzeuge. Das Ding fängt, glaube ich, an irgendwie, ja, hier steht's, 1850 geht's los. 200 Fahrzeuge, Flugzeuge und Schiffe, also Transportgerätschaften, Leute, jede Menge Zeug. Das hier wird ganz interessant, das weiß ich jetzt so nicht, habe ich auch so nichts zu gefunden, der Steam Workshop, ob der auch auf Konsolen integriert wird. Also ich weiß zum Beispiel bei Spielen wie Planet Coaster ist es zu integriert, ne? Also da kann man auch über die Konsolen auf den Steam Workshop zugreifen, beziehungsweise nicht direkt den Steam Workshop, sondern die haben einen eigenen Workshop, wo man auch halt Sachen erstellen kann. Das wird hier sicherlich auch so sein, weil, sind wir ehrlich, das zeichnet solche Spiele einfach aus, ne? Dass man da auch wirklich eigenes Zeug erstellen kann, darauf zugreifen kann. Spiele wie der Landwirtschaftssimulator und so weiter und so fort, die haben das auch alle. Irgendwie einen Workshop auf den jeweiligen Systemen, wo man Sachen hochladen kann. Ja, Leute, das wollte ich im Prinzip euch nur mal kurz schnell nochmal mit auf den Weg geben. Was haben wir hier noch? Hier gibt es noch eine Feature-Übersicht, was man alles machen kann im Spiel, um was es genau geht. Ich denke, Fans dieser Spiele wissen das aber auch so. Von daher das Wichtigste natürlich der Release-Termin. Also, 9. März geht's los. Da kann man dann sein großes Transportunternehmen auch auf den Konsolen gründen, Leute. Ganz coole Sache, wie ich finde, dass gerade diese erfolgreichen Spiele wie Anno, Transport Fever und Co. wirklich auch den Sprung auf die Konsolen schaffen und da auch nochmal eine ganz neue Spielerschaft erschließen. Und ja, das soll es auch als Info schon gewesen sein. Zum Abschluss natürlich, wie gehabt, gucken wir uns noch den Trailer an. Da steht es ja auch, dass der auch nochmal quasi einen kleinen Einblick gibt in die Controller, in das controlleroptimierte Interface. Damit bin ich raus, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Haut rein. Und natürlich gerne, ihr wisst schon, Abo, Däumchen. Über alles das würden wir uns freuen. Das unterstützt den Kanal und kostet euch nichts. Außer zwei Klicks. Da ist er wieder, der Reim. Macht's gut, Leute. Ich bin raus. Und tschüss.